Seit meiner ersten Presseerklärung wurden insbesondere die technischen Maßnahmen, das heißt die Belüftungsarbeiten, ununterbrochen fortgeführt. Im Moment haben wir 201 Bergbauarbeiter verloren und die Zahl der Toten wird noch höher ausfallen. Davon müssen wir ausgehen. Von den 80 Verletzten sind 60 verletzte Bergbaumitarbeiter. Die restlichen 20 sind Angehörige der Rettungskräfte, die von der Gasentwicklung beeinträchtigt wurden. Im Moment haben wir 4 Schwerverletzte, deren medizinische Behandlung wird im Moment fortgeführt. Die ersten Bergbauarbeiter, die gerettet wurden, wurden mit 363 angegeben. 72 tote Bergbauarbeiter, deren Autopsien schon durchgeführt wurden, werden unter dem Vorsitz des Gouverneurs von Balıkesir in nächster Zeit den Angehörigen übergeben. Eine weitere Delegation unter dem Vorsitz des Gouverneurs von Manisa wird die weiteren Arbeiten überwachen. Um Verwechslungen auszuschließen, stehen wir in stetem Kontakt mit den Angehörigen. Auf der anderen Seite muss ich hier erklären, dass die Hoffnung, Überlebende zu finden, mit der Zeit immer abnimmt.